Wie ihr gesehen habt, hat unser Luftkissenboot richtig gut als Laubgebläse funktioniert. Das war allerdings gar nicht so einfach am Wall zu fahren, aber hat trotzdem mega viel Spaß gemacht. Wir haben euch am Ende nochmal ein paar Outtakes reingeschnitten. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir das Ganze jetzt noch ein bisschen umgebaut haben. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir jetzt in der Zeit, in der wir eh auf die Rotoren für unsere menschliche Drohne warten, das Ganze nochmal ein bisschen tunen. Und zwar haben wir jetzt hinten an das Luftkissenboot nochmal einen Motor von Konrad dran geschraubt, der nachher eigentlich an die Drohne kommt. Der ist jetzt nochmal viel stärker. Das Ganze soll ja nachher über dem Boden schweben. Ein paar von euch hatten sich ja auch gewundert, warum das Schlauchboot nicht kaputt geht, wenn es so über den Boden reibt. Es schwebt immer in ein paar Millimeter Höhe, auch wenn man es nicht so gut auf dem Video sieht. Und deswegen muss das Ganze extrem leicht sein. Genau, deswegen haben wir jetzt das Ganze nochmal auseinandergebaut und die Holzplatte durch eine viel leichtere Styrodurplatte ausgetauscht. Und außerdem machen wir jetzt das hintere Antriebsgestell nochmal viel leichter aus Alu. Dann sollten wir insgesamt etwa 40 Kilo Gewicht sparen. Dann sollte das Ganze nochmal viel besser funktionieren. Wir machen es jetzt doch wieder mit den Holzpropellern hier. Die sind zwar nicht wirklich effizient und gehen immer ziemlich schnell kaputt, weil da irgendwelche Kieselsteine oder so hochfliegen. Wir hatten jetzt ein paar Versuche gemacht mit so einem alten Traktorlüfter. Das Problem ist aber, dass der viel zu schwer ist, dafür ist der Motor einfach nicht gemacht. Deswegen bauen wir jetzt einen Schutz hier unten drum, damit da keine Kieselsteine oder irgendein Dreck mehr reinkommen kann. Wir sind jetzt hier auf der Kartbahn in Niedolzheim und versuchen mal gegen die Rennkarts zu fahren, aber da haben wir auf jeden Fall keine Chance mit unseren 15 PS. Ich denke auch nicht, weil das Rennkart hier, wo wir haben, hat einen Zweitaktmotor von 52 PS. 0 auf 100 in 2,4 Sekunden, also es wird wirklich scharf für mich. Ja. Ich bin noch nie gefahren und mache jetzt einfach mal kurz einen Testrunde. Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Also gut, dass ich eine Schutzausrüstung anhatte. Die Kurven zu nehmen ist echt nicht einfach. Jetzt ist leider der Propeller hinten kaputt gegangen. Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Übung mit dem Teil. Das Problem war jetzt, dass ich mit dem Schutzkasten, den wir gebaut haben, jetzt auf den Boden gekommen bin und mich überschlagen habe. Das ist auch nicht das einzige Mal, dass das passiert ist, das seht ihr gleich. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwas ändern. Das Racing Kart war jetzt natürlich schneller als unser Luftkissenboot, aber dafür können wir ja schweben und auch über Wasser fahren. Die Lampen, die wir an unserer Hovercraft gemacht haben, die sind mega hell. Die gibt es günstiger auf Amazon zu kaufen. Die Links dazu haben wir unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt und unseren Kanal abonniert. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Hast du Angst gehabt? Ja, es wird schnell. Du kommst locker bis 100 km/h mit dem Teil. Also. Krass! Deluxe gebaut von dem besten Ingenieur in Deutschland. Vor allem, ich sehe damit überhaupt nichts. Ich bin da voll eingeschränkt mit. Dann lasse ich was so. Ja, aber du musst so weit wie es geht da hinten gehen, weil sonst. Eckart, pass auf, ja? Ja, probier's mal. Eckart, ich hab ein bisschen Angst. Ich kann fahren mit Eckart nicht, glaube ich. Und wie fühlt sich's an? Der ist ja klasse, das Ding, hey. Hey, der kommt gerade her.